Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve, dort drüben sitzt Benny und wir spielen heute die neue Version von Layers of Fear für euch. Wir starten mit der neuen Geschichte. I once had it all. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing, venerated. Then one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Taking what's mine. Was? 10 Jahre zuvor. Die Geschichte der Autorin. Also, ich muss mal jetzt an der Stelle ganz kurz fragen, Benny. Wir spielen jetzt. Also, unser Charakter ist jetzt quasi die Person, die Teil 1 und Teil 2 geschrieben hat? Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Aber es ist eine interessante Theorie. Na, so habe ich es jetzt mal. So kam es mir jetzt vor, tatsächlich irgendwie. Also, wie gesagt, es ist tatsächlich so, irgendwie, wir sind die Autorin des ersten und zweiten Teils und sind jetzt quasi hierhin zurückgekehrt. Okay. Um jetzt unser eigenes Trauma zu verarbeiten, irgendwie, weil sie hat ja gesagt, okay, Schmerz und du hast mir alles genommen und. Ja, oder ist es jetzt quasi das erste Kapitel quasi? Ist es jetzt die Geschichte, wie sie Teil 1 geschrieben hat? Oder so, ja, genau. Oh Gott! Oh Gott! Das könnte. Oh Gott. Mein Fuck. Okay, let's do it. Nein, lass uns mal. Oh, ich. Ja. It made me think of your poem. Congratulations! Okay. Schönes Benzinfahrzeug. Ich kann das mitnehmen. Kann ich das einfach auch auspacken? Bestimmt, ne? Oder als Lichtquelle benutzen? Also F ist es nicht, T ist es nicht und L ist es nicht. Okay, vielleicht noch nicht. Was haben wir hier? Was ist er denn? Ist das ein Bild von unserem Mann? Sohn? Geliebten? Keine Ahnung? Steht hier. What? Never call him by my real name. Never tell where to. What? Never tell where it is. No dates. Mid-20s. Aha. Okay. Ja, so hat jeder halt seine Lebensregel. Was ist hier? Old Victorian house. Paintings and portraits everywhere. He's rich. Real life famous painter. Nee, paintings. Before leaving to the island, must visit an art gallery for inspiration. Achso, okay. For inspiration. Tatsächlich ist das, glaube ich, so ein bisschen gerade die Umschreibung des Malers gewesen, aus dem ersten Teil. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß. Oh no, die Steuerung. Wieder Türen anfassen und Maus ziehen, oh nee. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt sehr identisch erstmal mit der Demo, ne? Das kann natürlich sein, aber konntest du hier runter? Nee. Will ich hier runter? Nee. Erstmal noch nicht. Wir gehen erstmal weiter. Ich fand's schon tatsächlich in der Demo spannend, wie man sich also alleine, ne, als Frau an so einen isolierten Platz zurückziehen kann, ne? Also hier ist nicht viel mit, hier ist nichts, ne? Hier ist kein Luxus, kein überhaupt nichts.
Und mit Luxus meine ich, wenn du Glück hast, hast du hier gerade mal fließend Wasser. Ja, damit meine ich jetzt hier nicht goldene Wasserhähne oder so. Oh, guck mal, hier hast du eine Küche. Und es ist schon echt, das ist echt gruselig. Also ich würde da nicht irgendwie mich für ein paar Wochen alleine einschließen und sagen, ich schreibe jetzt hier mal meinen Horrorroman. Ich mach mal für den Chat ein bisschen lauter, damit ihr auch was davon habt, von den tollen Geräuschen. Oh, dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Ein Boot kommt einmal pro Woche mit Vorräten an und wenn sie etwas brauchen, gibt es ein Telefon auf dem Gelände. Wir wünschen ihnen einen furchtbaren und inspirierenden Aufenthalt. Das Management. Hey, da freut man sich doch, sowas zu lesen. Einmal pro Woche kommt ein Boot mit Vorräten, Alter. Also, oh, diese Geräusche und es ist auch wieder so dunkel. Tja. Und die... Warum gehen die Türen schon wieder von alleine zu? Hör auf damit. The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Was? Haben wir so einen Schreibwettbewerb gewonnen? Ja, ja. Genau. Oh no. Ich verstehe mal nicht, warum man nur die Hälfte des Textes liest. Ich verstehe es, weil da ja, weiß ich auch nicht. Okay, ist abgeschlossen. Huh? Huh? Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Oh. Hallo? Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. So, it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Goodbye. Okay. Also er drängt now uns vor allen Dingen. Was a conversation I was too sober for. Ah, wir wissen nicht, wie wir heißen irgendwie. Es wurde ein Geheimnis um unseren Namen gemacht irgendwie und wir sind unter Zeitdruck, die Geschichte zu schreiben. Ja, aber wir sind doch, also vor allen Dingen, wir sind doch erst gerade angekommen. Warum ja. Macht er denn jetzt schon so ein Stress? Ja, Verleger. Also wirklich. I'm an adult, Mama. Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Love you. Yours. Falls du nochmal in den Raum mit der Schreibmaschine gehst, schau dir mal bitte das Bild an und guck mal, ob die Person darauf irgendwie verkrüppelt ist. Oder eine Beeinträchtigung hat. Was sind denn das für Geräusche hier? Jetzt sag mir nicht, das sind die Rohre. Nein, das ist tatsächlich in so einem alten Haus ist das so, ne? Irgendwie gerade am Meer. Überleg mal. Also, das ist ja einfach mal alles in Bewegung. Wow. Ach du Scheiße. Was ist hier denn? Ich sehe nichts wieder. Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer. And okay. And unsere Quellen berichten, dass insgesamt 428 Beiträge eingereicht wurden. Die Siegerin war, gelinde gesagt, eine Überraschung. Gewonnen hat weder ein Gelehrter noch jemand mit einer Ausbildung, die ein Verständnis für das Leben von unleserlich vermitteln würde. Es war eine Sensationskünstlerin, eine Horrorautorin. Interessant, Sophie hat er jetzt ja nicht gelesen. Irgendwie, aber er ist jetzt unten an der untersten Zeile gerade angekommen. Ja, ich glaube, er hat auch nur den unteren Absatz, glaube ich, gelesen. Den oberen hat er, glaube ich, gar nicht vorgelesen. Ha! Das ist ja verrückt. Das ist ja... Wirklich? Da weiß man ja gar nicht, wie man hier agieren soll. Nee. Oh
Gott, geht auch noch so weit nach oben. Aber hier kommen wir nicht hoch. Ja. Out of order. Starkes Intro, absolut, Helena, absolut. Ich hab doch gerade irgendwas... Mach doch die... Wieso krieg... Gott, wie ich die Tür schließen muss. Ach ja. Gut, gut, gut. Wollen wir jetzt nochmal Richtung Keller gehen, oder? Achso, wir können uns ja nochmal das Bildfeuer angucken. Genau. Hey. So mal leichte Rattentrauma. Ich kann mir das Bild nicht... Wir können es nicht, ja. Aber er hat einen Stock, einen Gehstock. Gehstock, ne? Dann ist das vielleicht unser Sohn. So, bevor ich mich jetzt aber hier an die Schreibmaschine setze, würde ich doch nochmal ganz kurz einen Abstecher machen wollen. In den Keller? Richtung... Okay. Also so ganz kurz, zumindest mal so reingucken. Einfach mal, hört sich an, als ob da unten ein Generator ist. Mhm. Ein Martis. Ein Besen ist umgefallen hier vor mir. Ja, das ist ja skandalös. Besser als ein Sack Reis. Oh, das kommt mir immer so Amnesia-mäßig vor. Look, I'm aware of the rat's presence, okay? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Okay. Wir lassen die Ratten einfach mal Ratten sein. Also, machen. Neben so einer Kiste Mäuse fallen. Oder Ratten fallen. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Und setzen uns dann anscheinend an die Schreibmaschine. Ben, könntest du dir vorstellen, hier 3 Wochen? Ach, nein, lieber. Auf gar keinen Fall. 3 Monate irgendwie dich hier einzuigeln, alleine? Auf gar keinen Fall. Vor allem nicht, wenn einmal die Woche ein Boot kommt, um mir mein Essen zu... Also, um Nahrungsmittel und Co. vorbeizudüdeln. Nee. Das Ding ist ja irgendwie eine Woche und dann ist das wahrscheinlich so ein totaler... wettergegerbter Fischer, der immer nur... Bye. Und du möchtest einfach nur reden mit einem Menschen. Vor allen Dingen auch, was macht denn der Typ dann, wenn er jetzt, sag ich jetzt mal, die Bestellung, wenn er da was nicht findet? Bringt er eine Alternative mit und sagt er, oder sagt er einfach nur, oh, gab's nicht. Tschüss. Das ist kein Bringmeister. Also ich würde sagen, gibt das, was gibt irgendwie. Geil. So, dann lass uns doch mal gucken, was wir jetzt hier so runtertippen. Bitte was? Bitte, halb was? Ich dachte, wir sind hier alleine. Hey. Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut, das ist doch unmöglich. Dafür ist das Spiel da, Ben. Ist er hier in die Küche gegangen? Gibt's denn keinen Lichtschalter, irgendwas? Ich sehe nix. Also ich sehe schon ein bisschen was, aber nicht so viel. Okay, die Tür rechts ist offen. Jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ist heute windig, ja. Heute ist windig. Zieht in mir mal, ja. Ja, ist doch... Beruhigt euch. Oh, also Layers of Fear, ne, mit Bildern und so, ist so... Melly, der war vom Timing her sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt passiert gleich was, pass auf. Gott. No. Ich kack mir ins Hemd. Was ist denn... Hör doch auf. Oh, ich kann die Tür zumindest wieder aufmachen. Ist ja wenigstens etwas. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Was? Tja, wenn sie schon mal hier ist, kann man das Telefon benutzen. Wen ruft sie an? Wenn ich schon mal im Flur bin. den Bootsmann? Oh. Vielleicht unseren Sohn. Das war eine kurze Nummer. Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Yeah. Haunted? All of these things. I was just looking around and it's
Certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Okay. Das jetzt mal so geil, so Mama sagen. Mama. Sag mal, haben wir zufällig 1955 oder so? Das ist vielleicht. Also wenn ich mir das Telefon angucke, ist das auf jeden Fall nicht 2000. Ja, das stimmt. Hier komme ich aber noch nicht rein, okay. Na gut, dann... Warum ist jetzt die Tür auf einmal auf? Also hinterfragen wir das alles nicht? Nein, nein. Na, sag mal. Können wir uns jetzt wieder... Okay, wir können uns wieder hinsetzen und eine Runde schreiben. In der Hoffnung, dass jetzt diesmal nicht was passiert. Okay, es passiert nichts. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Jedes Porträt, das mit Gefühl gemalt wird, ist ein Porträt des Künstlers, nicht des Models. Oscar Wilde. Ernsthaft? Und, ja. Wir sind zurück, Ben. Ey. Das ist der Stab von... Oh, wir sind jetzt wirklich der Künstler. Spielen wir jetzt das Spiel wirklich... Also, oh Gott. Das wunderschöne Bild, Stevie. Kennst du es noch? Ja, tatsächlich ist ja in Layers of Fear 1 sind ja wirklich die ganzen alten Meister irgendwie auch benutzt worden. Ne? Rembrandt, Goya. Sehr, sehr viele... Tschüss, die Astra Toba. Vielen Dank für Jumpscare Nummer 2. Da war die Ratte gerade gar nicht mehr so schreckhaft. Naja, wir hatten ja auch ein Rattenproblem, ne? Ja, ja, das stimmt, hatten wir ja hier auch, ne? Ja. Oh nee. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind. And as such, decided not to act further than a prophylactic spray. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Das ist tatsächlich wirklich 1:1 aus dem ersten Teil, ne? Irgendwie. Kann ich noch dran erinnern. Also, spielen wir jetzt, also jetzt mal wirklich mal ernsthaft gesagt, spielen wir jetzt den ersten Teil einfach nochmal komplett? Nochmal? Es kann halt sein, ne? Letztendlich. Ja. Und nicht nur den ersten. Ach, ist ja ein Träumchen. Und es ist überhaupt auch gar nicht so leise. Das ist so geil, wenn es so auf die Scheiben klettert. Irgendwie vom Regen. Das ist so geil. Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck. One awestruck critic, who wished to remain unnamed, went as far as to invoke, quote, the spirit of the great Leonardo. Any way you slice it, the exhibition proved an immense success. Its distinct style has been praised for its unique combination of Renaissance influences and more progressive techniques. The artist himself attended the event in the company of his beautiful fiancée, looking stunning in her black gown, revealed to us exclusively that the couple are indeed expecting. Okay. Oh, wir stecken das auch immer alles ein. Nee, hat's wieder hingelegt. Nee. Ja, ist nicht mehr da. Nee, wir haben es jetzt eingesteckt. Echt, hä? Das ist. Das ist ein Poesiealbum selbst. Oh no. Ach, die Küche fängt schon an. Da will ich nicht hin. Wir gehen erstmal hier hinten gucken. Achso, ich kann sogar sprinten. Oh ja. Ja. Was ist das hier? I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room. Maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office.
Okay. Wünsche uns auf jeden Fall einen schönen Tag. So, deswegen kommen wir da auch nicht rein. Nope. Gar kein Fall. Okay, was haben wir hier noch? Ja, das Hundehalsband. Sehen wir da auch den Namen? Oh ja, also ganz undeutlich. Haben wir tatsächlich, das ist witzig, haben wir tatsächlich im ersten Teil genauso gemacht. Wir haben auch so ein Hundehalsband. Wie heißt denn die? I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. We'll talk later. Good old. So, hier haben wir noch der gute Bart. Ja, hier habe ich auch, genau. Hier habe ich auch im ersten Teil sehr lange gebraucht, um einen Lichtschalter zu finden. Ist der Lichtschalter auch da? Hallo? Okay, kann damit nichts machen. How the hell did they fuck up the length? Unterknieprothese. Ach, stimmt, ja, oh Gott. Kommt's ganz langsam, kommt's wieder. Erstmal hier. Haben wir gut abgezogen. Okay, nichts weiter drin. Warum kann ich... Ich will den Wasserhahn ausmachen. Ist er hier... Hallo? Wasserverschwendung? Das ist die Frage, Stevie. Gehen wir erstmal hoch? Wir müssen ja den Schlüssel für unser Atelier finden. Das hat's ja gesagt, ist ja, liegt ja im Büro. I'm so sick and tired of us talking through these notes. We live in the same house, for God's sake. Come talk to me when you're done. Before you go to sleep. Okay. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich dabei nie einschlafe. Ich finde das so beruhigend, diesen Regen. Ich finde das so geil. Oh, das sieht aus wie unser Büro. Echt, du findest es beruhigend mit dem Regen? Ja, für mich. One simple question. Es geht. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place. For old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task. Because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please, get your shit together. Get your shit together. Der Kumpel hier im Brookstone, Verlagshaus, geflüsterte Geschichten. Kannst du dich noch an die Zeichnung von Red Riding Hood erinnern? Nee. Nee? Ich glaube, die lagen auf dem Schreibtisch damals. Die waren ziemlich krass. Oh, also, ne, er sollte quasi Illustrationen für diese Geschichte machen. Er hat sich, glaube ich, ein bisschen gehen lassen. Klingt einfach so ein Hörer. Oh, schön, ein paar Stifte. Also, Pinsel. Mhm. Stifte. Oh no. Oh no. Was? Ja, die sind aber... Pikant. Oh, da ist der Schlüssel. Kann ich die mitnehmen? Nein, ich glaube immer, ne, oder? Wie bitte? Die Kleine nicht. Kann ich nicht. I'm sorry. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Ja, da weiß jeder schon. Da ist der Tropf schon gelutscht. So, das heißt, wir gehen jetzt nach unten in unser Büro? In unser Atelier. Warum ist da die Tür offen? Nee, das ist mir egal, ich gehe runter. Ist alles... Diese Bilder. Oh, die waren ja auch letztes Mal... Das sind tatsächliche Meisterwerke, ne? Also von tatsächlichen Malern.
Hör doch auf! Jetzt hör auf! Dann halt nicht. Home sweet home. Irgendwie habe ich gar keine Lust, da jetzt reinzugehen. Oh Gott. Was ist das hier? No, this is private. Ja, dann okay. Tschüss. Yes. Na denn, lass es los. So, auf jeden Fall hat der Typ eine Menge Orden. Oh nein. Ja, die jetzt, guten Schränke. Oh nein. Okay. Oh nein, nein, nein. Oh. Ja, noch ist nichts. Noch nee, nichts, aber... dürfte nichts sein, ne? Meinst du? So. Achso, ja, hier, ja. An empty canvas. Schau mal da, Zettel. Fensters. Yes. Okay. Ach ja, der erweitert sich ja immer mehr, der Text, ne? Ach ja, stimmt, aber... Was? Get it right this time. Aber ich hab doch die Tür offen gelassen. Two souls, so passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists, and yet they clung to it. Benni, kannst du dich nur dran erinnern? Irgendwie hat er doch mal so einen tierischen Lachflash. Ja. Bin gespannt, ob sie das immer noch drin haben. Ach so. So, falls ihr nicht wisst, was ihr meint, ist plop. Oh. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni, in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Na, dann merken wir uns doch mal das Datum. Ja. Was war das denn? We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Okay. Nimm mal mit. Get out of... Just... Nur wenig aus Reichweite, außerhalb der Reichweite. Just out of the... Nur ein wenig außerhalb der Reichweite. Okay. So, kryptisch. Das Fenster zumachen. Okay, er kann. Jojo, hey, toll, dass du da bist. Grüß dich. Hi, Jojo. Oh Gott. Was ist das? Ah, The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde. Ach, das nehmen wir jetzt. Warum nehmen wir manchmal Sachen mit und warum packen wir manchmal Sachen einfach wieder zurück? Ich glaube, der hat es einfach nur fallen lassen. So lachen. Oscar Wilde. Der Flur ist schon wieder anders. Ach, Mano. They don't understand what it takes to make a good painting. Oh ja, ich. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage, it starts with canvas. Tja, und jeder, der noch weiß, wie das Spiel ging damals, irgendwie weiß, wir besuchen eine ganz besondere Leinwand. Ach, je, first step is... The last time I wore these. The last time I could move freely. Der erste Schritt ist der härteste. Und die Tür ist wieder zu. Wunderbar. Was ist das? So, und jetzt haben wir schon, glaube ich, die erste Rätseleinlage, ne? Hey, 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 was war das? Was steht da? Bartmodus, oh ne. Leider bin ich dem Latein nicht mächtig. Herr Junge? So, gibt's denn hier noch irgendwie... War da ein Schlüssel? Oder war es eine Gabel, die da lag?
Nee, ein Löffel, ja. Ein Löffel. A Löffel. So, gibt's denn hier noch irgendwie Schlu, Schlu, Schlila, Lu, Lussel? Können wir da durchlaufen? Achso, oh lol, hab ich gar nicht gesehen. Warum können wir da durchlaufen? Boah, ich sehe nichts. Also wenig. Wow, Alter, wir haben genau einen gespiegelten Raum. Okay, lass uns mal versuchen, irgendwas zu finden, was uns jetzt hilft hier. Okay, hier kommen wir nicht raus. Also hier stand doch auch die... Ja, die Truhe, genau. Schreibtisch ist auch komplett leergeräumt. Finden wir am Bild irgendwas? Da ist der Schlüssel. Geil. Okay. Oh, okay. Wir sind wieder weg, teleportiert worden. Oh, no, Alter. Es hat sich gerade so ein bisschen anders angehört. Also es war jetzt irgendwie für mich kein Kistenöffner, der Sound. Nö, er hat doch, glaube ich, gerade ein paar Flatulenzen irgendwie im Raum entkommen lassen. Okay. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Interessant. Also, im Original war es nicht zensiert. Also da war sie, glaube ich, oben ohne. Ach so, okay. Also, aber warum habe ich... Gerade mit auch mit den Worten Titanic-Vibes? I don't know. Keine Ahnung, Benny. Das weiß ich nicht. Niemals vergessen.